Tja, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Darksiders 1, Freunde. Ja, ich habe jetzt die Aufgaben erledigt, habe jetzt einen Konter gelernt. Zum Beispiel seht ihr, wenn man... Ja, super. Fängt ja schon mal gut an, Vorführeffekt. Ja. Dann könnte man den eigentlich ziemlich andamagen. Danke, das meinte ich. Seht ihr, direkt in diesem Bereich. Ziemlich nice. Kann man schon ganz gut gebrauchen. Jetzt möchte ich aber noch was nachgucken. Ich weiß, ist jetzt ein bisschen so nebensächlich. Aber ich habe vorhin dort indirekt Runen wahrgenommen. Und die würde ich ganz gerne holen. Ist nur die Frage, wo das noch genau war. Oh. Nehme ich natürlich auch gerne mit, ne? Wenn ich die gerade so sehe. Die Seelen. Wo kann man lang? Willst du mich verarschen? So, Elektrofischis wollen mir jetzt ans Leder. Dein Ernst gerade? Hier, Fischi. Kann man dich packen, Fischi? Ich glaube nicht. Dann müssen wir das so machen. Uno Momenti. Wir haben es gleich. Ist nur die Frage, wo. Wir müssen da uns aber zuerst nochmal durchkämpfen. Die wollen es uns nicht gerade leicht machen. Hm. Sind schon down. Okay. Das gefällt mir, weil hier runter müssen wir, glaube ich. Ich glaube, nur zu wissen. Bitte komm hier. Oh. Direkt so ein Riesenteil. Ja, dort. Genau, dort waren Truhen. Die meinte ich. Nur so für euch. Am Rande. Ja, ne, ist klar. Wisst ihr, was ich mit euch mache? Hier. Barrekt. Und tschüss. So liebe ich das doch. Hier, jetzt bist du noch ein wenig aufgeschlitzt. Willst du mal meine Klinge probieren? Oh. So. Hier, verrecke oder so. Ich brauche Zeit, um aufzuladen, mein Freund. So. Und jetzt zu dir. Jetzt können wir hier auch gnadenlos draufprügeln. Und die Schlange auch mal erledigen. Ja, das sind neue Gegner, glaube ich, die habt ihr noch nie gesehen. Die wurden eingeführt in den Trainingseinheiten. Fand ich jetzt aber nicht so speziell, da wir die von God of War ein wenig kennen. Solche kleinen Klabauter-Männer. War da hinten nicht noch eine Truhe? Doch, war. So, genau. Das sind die zwei Truhen, die ihr unbedingt mitnehmen musstet. Wenn ihr denn auf die Seelen scharf seid und auf die Secrets. So. Jetzt ist die Frage. Wo wollen wir lang? Also wir müssen hier lang. Aber dennoch. Weil den Ort gucken wir uns später genauer an. Wir holen jetzt uns nur das Ding hier, weil ich das gerade sehe. Sofern wir hier durchkommen. So, gucken wir uns das genauer an. Ah, kommen wir hier lang? Ah, stimmt das ungefähr? Stimmt das? Jo, stimmt, ganz geil. Wir haben Artefakt-Soldat bekommen. Nice. Also ein wenig Side-Story müssen wir schon genießen. Also Side-Story. Ne, Side-Gedöns, würde ich sagen. Aber wir können jetzt endlich da weiter, wo wir eigentlich weitergehen sollten. Wir sollten ja jetzt nämlich der nächsten Kuh das Herz klauen. Ich glaube, es war eine sie. Wenn nicht, tut's mir leid, mein Freund. Aber egal. Na, wer möchte gegen uns antreten, ist so ruhig. Ich hätte das jetzt sicherlich nicht so laut sagen dürfen. Oh nö. Hier muss ich dann auch nochmal vorbeikommen. Wegen dem Gedöns.
Weil das können wir jetzt noch nicht kaputt machen. Noch nicht. Das ist das Schlussmotto, würde ich sagen. Oh ne. Euer Ernst gerade. Können wir uns nicht irgendwo festkrallen und irgendwo nach oben? Okay. Schon wieder gegen solche Luschen. Verpieselt euch, ohne Witz. Ah, kommt schon. Wollt ihr wirklich? Ihr seid doch echt Nervensägen. Ich raspel hier einfach mal durch. Dankeschön. Was ist denn das für eine Blume? Cool. Sieht geil aus. Zum Glück haben wir unendlich Lungenkapazität. So, kommt, kommt. Alle im Chor, alle sterben. Wundervoll. Ihr habt keine Chance. Ihr seht keine Schnitte. Kommt, wer möchte, einer nach dem anderen kann herkommen. Ist kein Problem. Ich gebe euch allen aufs Dach. Ihr könnt gerne alle kommen. Cool. Jetzt sind wir durch. Gefällt mir. Wir hätten auch alles durchspeeden können. Müssen wir sicher klettern. Das gefällt mir gar nicht. Ah, super. Ah, ne. Jetzt kommen Explosionsdinger dran. Die hatte ich bis jetzt auch noch nicht. Okay. So, bitte festhalten, mein Freund. So, cool. Hier kann man auf jeden Fall mal bis nach drüben gehen. So kommt man wieder zurück. Dort hat es einen Wulgrim-Shop. Kommt man dort wohl weiter, ne? Dann geht's jetzt mal zum Wulgrim-Shop. Wir haben schon wieder 3000 fast, sorry. Und das möchte ich doch gerne ausgeben. Hab schon Rage oder so gekauft, oder wie das heißt da. Besessenheit erhöht. Auf der Stelle Kriegskaststufe auf das Maximum. Aha, das ist sowas. Okay. Nö, ich habe hier oben eine Fähigkeit gekauft. Die ist ziemlich geil gewesen für 5000. Klingenschleier erhöht die Anzahl. Ne. Lobet und preiset mich, würde ich sagen. Verursacht Schaden dieses Angriffs. Mhm. Ja, komm, erhöhen wir das. Wie du mächtig bist. Nicht wirklich. Falls ich den mal brauche, habe ich den auf jeden Fall. Weiß ich nicht, wie man das ausführt, gerade aus dem FF. Mache ich sonst eigentlich auch nie. Ein gesprungener Kreissägenangriff, aha. Wenn ich den mal einsetzen kann, warum nicht? Und das machen wir auch gleich. Und dann haben wir alles mal ausgegeben. Und dann geht's mal weiter. Du kannst mir gar nichts mehr dienen oder so. Du kannst mir jetzt aus dem Weg gehen, aus der Sonne, wie man so schön sagt. Und wir kommen in ein neues Gebiet. Ambosfort. Aha. Interesting. Einmal hier geht's lang, wo geht's denn hier durch? Verdammt. Aha. Dürfen wir noch nicht. Oh Mann. Und hier durch? Darf ich mal? Ich muss da mal wieder was zum Explodieren bringen. Und ja, ich habe eine traurige Ankündigung zu machen für die, die es nicht gucken oder noch nicht geguckt haben. Ja, Assassin's Creed fällt leider aus ab Part 27 wegen eines Spielefehlers, aber okay. Ach so, ich muss das aktivieren, okay. Dann kann ich hier noch zu Genüge hier ein wenig rumalbern. Bin ich doch cool. Wozu hat man denn solche Spielsachen? Okay, nehme ich mal das Schwert in die Hand. Was ist denn das? Na komm schon! Worauf wartest du?
dies Ende jemals wieder benutzen möchtest, dann solltest du nicht berühren, was dir nicht gehört. Ultan. Du kennst mich also, aber ich kenne dich nicht. Und ich mag keine Fremden. Besonders keine Ungeladenen. Und wer du bist, ist vielleicht nicht so wichtig wie das, was du willst. Ich komme wegen des schwarzen Hammers. Tatsächlich? Nun, du darfst es gerne erneut versuchen. Aber danach solltest du dich hier besser nicht mehr von mir erwischen lassen. Du bist es. Was soll das jetzt? Der schwarze Hammer. Du bist es. Mach, was du willst. Aber lass mich dir ein kleines Geheimnis verraten. Der dort im Dreck ist weitaus der einfachere von uns beiden. Und was heißt das? Will der jetzt gegen mich antreten, oder wie? Der Hundesohn. Du wirfst mit Glas nach Steinen, Junge. Weißt du was? Ich sag dir mal was. Geh liegen, ich sag's dir. Das ist jetzt Boss-like wert, würde ich sagen. Komm her. Ich wollte, du kannst was. Das ist seit Jahrtausenden nicht mehr passiert. Hundert Jahre. Seit Abaddon von uns genommen wurde, habe ich für diesen Moment gebetet. Für deine Verbrechen solltest du in der Weißen Stadt gerichtet werden. Aber bis diese Welt vom Zerstörer befreit ist, bleiben uns ihre Tore verschlossen. Gerechtigkeit kann nicht warten. Ich verurteile dich hier und jetzt! Deine Gerechtigkeit kann warten, bis wir unseren kleinen Disput beendet haben, Mädchen. Man mischt sich nicht in Auseinandersetzungen ein, die einen nichts angehen. Na los, fliegt davon, Täubchen! Sonst rupfe ich euch! Blasphemie! Du bist es, der sich hier auf eine Seite schlägt, in einer Schlacht, die dich nichts angeht! Bitte! Erlaube mal! Das kommt dabei raus, wenn man berührt, was einem nicht gehört. Duck dich lieber. Oh yeah. Jetzt hat er den Hammer auf dem Kerbholz, Oh ja, ich lass die Federn fliegen. Und wie kann ich die Schilde durchbrechen? Wir werden nicht nachgeben. Nö, sehe ich nicht ein, mein Freund. So. Und jetzt kann ich euch prima abschlachten. Ne? Wundervoll. Yeah, wundervoll. So, danke. Ey, willst du mich verarschen? Hätte ich das gewusst, hätte ich meine Ulti dafür verwendet. Wow, ich darf da mal Flügel stutzen. Ganz geil. Boom. Ey. Ich glaube, du musst auch liegen gehen. Sorry. Hey, willst du... Wollt ihr mich verarschen? Ich kill euch alle zusammen, Ich mach euch alle platt. Ohne Witz, ohne Gnade. So. Meinen vierten habe ich gekillt. Ich glaube, das gewinne ich locker. Außer er kommt jetzt meine angeschwächten Killen. Dein Ende ist nah. Ich könnte eigentlich Besessenheit anwenden, aber nein. Sonst wird es viel zu einfach. Das mache ich erst, wenn er... Oh Mann. Wieder einfach mal die Gegner vernichtet, So, 7 zu 3. Sollte eigentlich klar gehen. Ich hoffe, dieser weiß, wohin er geht. Wir sind wegen des Herrn. Erinnerst du dich?
Ich bin durch, mein Freund. Dankeschön. Haben wir noch mehr zu killen? Haben wir bald die Macht des Hammers? Nicht? Okay. Ich glaube, ihr seid gleich am Arsch, ne? Ja, vor allem du, mein Freund. Ja, gut, dann stirbst du halt so. Oh, nö. Das ist jetzt sein sechstes. Ich will kein 7 zu 7. Mach mal auf hier. Mach bumm. Seht ihr, er kann ihn kaputt machen. Oh, hier ist noch so ein Oberbefehlshaber. Oh, noch 3. Oh, er ist runtergeplumpst. Ganz gut. So, bist du bald down? Scheiße. Oh, verdammt, ich habe verloren. Ah, verdammt. Warum ist das Betrug? Ich benutze nur meine engelsgegebenen Kräfte. Sorry. Ich benutze nur meine engelsgegebenen Kräfte. Und das ist wohl erlaubt. Ne, mein Freund? Hierher, verdammt nochmal! Und ich bin mir jetzt so frei. Und gönn mir eine Bosheit. Du kleiner Lulli. Du kleiner Lulli. Komm mal her, komm mal her. Kommt mal her. So. Jetzt könnt ihr mal herkommen. Na los. Na? Ihr kleinen Lollis. Wollt ihr noch mal? Ich habe jetzt ordentlich Vorsprung. Jetzt brauche ich es auch nicht mehr. Supi. Ja, super. Jetzt hat er seinen nächsten direkt einfach so gekillt. Ja, super. Sehr geil. Er darf sie einfach nicht so zu fassen kriegen, sonst... Ja, genau so darf er sie nicht zu fassen kriegen. Sonst darf ich meine Bosheit gleich wieder auffüllen. Oh Mann. Das ist ein kleines Wettrennen zwischen ihm und mir. Okay, wenn du meinst, schmeißt du mich mal rüber. Cool. Finde ich ja klasse, Mann. Oh Mann. Ihr wollt mich doch verarschen gegen all die... Ja, die brauchen definitiv eine Füllung. So, danke. Das hat sicher ordentlich wehgetan. Wundervoll. Yes. Hey, willst du mich verarschen? Hey, verpiss dich. Zum Glück habe ich einen mehr als er. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Ey, ich möchte weiter. Ey, willst du mich verarschen? Der Kollege will Stress. Kein Problem. Ja, ja, sagt der Richtige. Sagt der Richtige. Sagt der Richtige. So, diesmal gewinne ich. Würde ich sagen. Danke, und jetzt gibt's noch einen Chaos-Zerstörungsakt. Ah ja, wir haben extra nicht hingeguckt für die Kiddies da draußen. Sonst wird's zu brutal hier. So, hier haben wir auch noch was zum Öffnen. Nehmen wir doch glatt mal. So, mach bumm. So, danke schön. Ja, ich würde ja gerne, mein Freund. Super, komm mal her. Du Honk, du. Du Honk. Ah, machst du mir schon auf? Du bist ja ganz ein fresher Junge.
Ey, kommst du mal runter? So. Weißt du was? So. Willst du mich verarschen? Danke. Jetzt kann ich dich in aller Seelenruhe killen. So. Danke. Ey, bist du mal down? Ich möchte nicht gegen diesen Klotzkopf verlieren. Danke. So. Vergeltung. Drücken Sie RT für schnelle Schüsse. Drücken Sie, halten Sie LT, um starke Geschosse mit Wirkungsbereich aufzuladen. Oho. Na dann. So, da hat's wehgetan, ne? Hat's wehgetan? Ne? Tut's weh? Tut's weh? Ich hab ein neues geiles Spielzeug. So, mach rum. Tschüssi. Ach so, willst du auch? Tschüss, würde ich sagen. Verpiesel dich. Geht das kaputt, wenn ich da drauf schieße? Ne. Jetzt bin ich sowieso am Abgehen. So, tschüss, hasta la vista. Du hast höchstens überlebt wegen deinem scheiß Schild. So, mach tschüss, hasta la vista. Ich würde sagen, ihr seid alle am Arsch. So, ne? Das ist wie im Wilden Westen. Alles abknallen, was sich hier bewegt. So, danke, ey. Willst du mich verarschen? Ey, darf ich mal... Danke, wundervoll. Jetzt darf ich dich ein wenig abballern. Ey, wie viel Leben du mir abgezockt hast, mein Freund. Ey, wie viel Idioten, Spastis kommen hier noch? Um die Ecke. Ja, wir werden nicht nachgeben. Wie viele soll ich hier als Beweis killen? Soll ich da mal weitermachen, bis in die unendlichen Weiten des... Als oder was? Ja, ja, das sagst du jetzt auch schon zum gefühlten 100. Mal. Erledigt ihn. Ja, ja, kommt jetzt. Darf ich mal? Oh, kommt schon. Ist doch echt eine nervige Mission, ey. Jetzt kommt der noch von der Seite, der Honk. Ich glaube, bei dem hackt's. Okay, dann machen wir das auf die altbewährte Weise. Geht, glaube ich, sowieso am besten. Oh, das war ja ganz geil. Das war ja ganz geil. So, bumm. Geht mal in die nächste Tonne liegen. So, hat's dir Spaß gemacht, mein Freund? Ich glaube, mir auch, ja. Würde ich so sagen. Würde ich ganz mal fresh so sagen. Ja, wir sind durch. Und ich habe deutlich mehr als du, würde ich sagen. Endlich haben wir das durch. Wie komme ich hier durch? Ganz aufladen. Achtung, wie was? Was machst du? Was? Dein Ernst gerade? Hast du einfach mal den Hammer rübergeschmissen? Oh, ne. So. Immerhin. Wir können direkt auf den los. So, ganz geil. So, wundervoll. Dankeschön. Den einen haben wir jetzt fast erledigt. So. Oh, verdammt. Oh, haben wir den noch erwischt? Nee. Leider nicht. So. Danke vielmal. Dann schütz dich mal davor, mein Freund. Yeah. Wundervoll. Abgeballert. Definitiv wie im Wilden Westen.
Oh, nö. Für die Höllenwache. Oh, nö. Abhauen kannst du nicht. Nö. Nö, abhauen geht nicht. Vergiss es. So, läuft es. So, wundervoll. Alle abgeknallt. Und wir haben noch 3 weitere Waffen, ne? Yeah. Ich muss es leider abstellen, weil sonst komme ich hier nicht hoch. Das wäre leicht dümmer. Danke, die muss ich mir mal holen. Die Seelen kommen schon angedackelt. Finde ich ziemlich schnieke. Schade, schade, schade. Ich weiß ja nicht, aber irgendwie habe ich hier was anderes im Petto hier. Ne? Guck's dir an. Der nächste Zornkernsplitter, ne? Hätte ich jetzt so gerade nicht mitgenommen, wenn ich da nicht runtergegangen wäre. Das ist natürlich auch schnieke. Ja, hier drüben. Halt die Backen, ey. Ich bin gerade hier am Erkunden. Was heißt überhaupt hier drüben? Aha. Komme ich hier einfach rüben? Also drüber. Yep, ich komme drüber. Sehr cool. Dann sehe ich noch ein wenig mehr von dem ganzen Gedüns. Hä? Oh. Der macht direkt mal alle Heilkisten frei. Das finde ich sehr gut, aber Seelenkisten hätte ich jetzt auch gerne. Oder einen Vulgrim-Shop, um mal das Spiel zu beenden. Jetzt sind wir dort drüben, wo ich vorhin war, also wollte. So, komm, lass mich durch. Du hast gewonnen. Klare Sache. Ich weiß. Kampflehre. Diese Erweiterung erhöht die Geschwindigkeit, mit dem Krieg Waffenerfahrung sammelt. Seine Rüstungsstufe wird ebenfalls verstärkt. Yeah. Sehr cool. Hierher, verdammt nochmal. Ich bin ja hier, du Vollhonk. Und hier hat schon wieder eine Lebenskiste. Du gehst nirgendwo hin, Reiter. Du kannst deinem Schicksal nicht entkommen. Abaddon wird gerecht werden. Du kannst deinem Schicksal nicht entkommen. Oh Mann, Abaddon. Ich komme schon aus der Puste, wenn ich mir nur vorstelle, sie zu töten. Ich setze mich lieber hin und schaue zu. Ach so. Sagst du mal einfach so. Was, die kann das ablocken? Willst du mich verarschen? Verteidige dich, Verräter. Bin dran. Merkst du das nicht, wie ich mich verteidige? Ja, klar. Was war das? Ein B, was ich da klicken durfte? Ja, klar. Trifft mich sogar noch. Danke, endlich. Und ich weiß, was ich gleich mache. Sie muss zuerst mal wieder runterkommen. Danke. Danke, wundervoll. Du bist so eine dumme Pute. Du bist wirklich eine ziemlich dumme Pute. Danke, tschüssi. Könnte sein, dass du wirklich der bist, der du sagst. Die Täubchen schienen überzeugt zu sein, aber ich bin es nicht. Also noch einmal. Du kennst mich, aber ich kenne dich noch immer nicht. Die Höhle der Quälerin. Die Quälerin ist dahinter. Musste die Durchlässe versiegeln, um ihre Haustierchen von meinem Hof fernzuhalten. Die kleinen Bastarde kamen immer ohne Einladung, haben sich Dinge genommen, die ihnen nicht gehörten. Ich bin, wer ich zu sein vorgebe. Bringe diese Quälerin um. Vielleicht schaffst du es auch aus diesem Loch heraus. Das wäre Beweis genug.
Dann, so verspreche ich, werden wir uns unterhalten. Und jetzt verschwinde von meinem Grundstück, bevor noch mehr Tauben kommen und meinen Hof besudeln. Tja, und so sind wir in einem neuen Gebiet. Vernichten Sie die Quälerin, genau um die Kuh geht es. Haben aber leider immer noch kein neues Fähigkeit-Dings bekommen, was wir gebrauchen hätten können. Hier ist auch kein Secret vorhanden. Ist eigentlich ziemlich komisch. Ich bin da extra mal so runtergejumpt, weil ich dachte, da kann nichts Schlimmes bei rumkommen. Krieg ist ja sonst unsterblich, der Kollege. Und gerade weil kein Assassin's Creed mehr kommen wird, gebe ich euch eine extra Schicht Darksiders. Ist doch auch was, ne? Hier hat es noch ein wenig Seelen zum Mitnehmen. Finde ich ganz cool, würde ich mal so behaupten. Wir haben auch einen strikten Weg, wie wir sehen. Also kann man das hier schon fast nicht verfehlen. Bin ich nur froh, dass wir endlich das Porten freigeschaltet haben. Durch die Wurmlöcher zwar, aber immer noch besser. Das Becken, oh ne. Irgendwie habe ich schlechte Erinnerungen an das Becken. Warum das wohl so ist? Wir werden es wohl herausfinden. Hier mal einfach mal draufhauen für die Seelen. Was ist denn da schon wieder so eine Waffe? Oh ne. Die Quälerin schon? Dein Ernst? Die Quälerin in diesem Part? Euer Ernst gerade? Ja, klar. Ah, super. Hat's doch mal Wirkung gezeigt. Oh, super. Ja, ne, ist klar. Immer gegen die Kleine, immer auf die Kleine. So, jetzt läuft's. Sie muss abhauen. Ja, das gefällt mir. Ja, ja, Quälerin. Ich glaube, du kleine hast sie lediglich verärgert. Mehr nicht. Lass sie uns suchen und die Arbeit zu Ende bringen. Und dieses Mal spielst du nicht mit ihr herum. Ich spiele doch gar nicht. Ich habe die abgeschossen. Die kleine Kuh. Warum sie abhaut, musst du sie schon selbst fragen. Und wenn sie verärgert ist, soll sie doch gegen mich antreten. Dumme Olle. Den hat sie ordentlich zerlegt. Aber immerhin hatten wir schon mal einen Kraftabtausch. Indirekt. Wir hatten ja eine Knarre. Ja, wenn schon eine rumliegt. Nehme ich die doch. Wäre ja schön blöd. Ne? Oh ne, oder? Jetzt habe ich hier Türen zur Auswahl. Oh ne. Und von dort komme ich. Ja gut, dann haben wir praktisch keine andere Wahl, außer noch hier durch. Darf ich mal? Fürs Leben. Wo sind wir hier lang gekommen? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ob das richtig ist, was wir hier tun. Kannst du dort drüber? Ja, kannst du. Sehr cool. Sehr cool.
Nice. Dann gucken wir uns mal an, was wir hier so gedeichselt bekommen. Hallöchen. Oh nee. Die Aufgaben des Todes, oder wie? Ja. Okay. Kein Problem, solange ich dorthin komme, scheint mir aber nicht so zu sein. Oh ne. Und ich soll jetzt dort runterspringen, oder wie? Euer fucking Ernst? Puh. Die wollen jetzt wieder einiges von mir. Scheint mir, als da unten nichts Gefährliches scheint. So, ich glaube, da wird's ein paar killen. Ja, klar. Ist okay. Ist okay. So, darf ich mal? So, genau. Das ist ja Insekt. Das ist ein Insekt, Mann. Das kann nix. So. Hat's wehgetan? Ich hoffe. Ich wusste gar nicht, dass man die so killen kann, aber okay. jetzt brauchen wir noch Feuer irgendwo. Dann läuft die Sache. Dann läuft die Sache. Wo haben wir Feuer? Irgendwo scheint es mir zu brennen, aber hier nicht. Das ist ziemlich scheiße, ne? Was wollen die von mir? Unten lang vielleicht? Irgendwo runter gehen und was holen? Keine Ahnung. Oh, hallo, Elektroviecher. Euch habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Habe euch aber auch gar nicht wirklich vermisst, ne? So. Gefällt's mir. Was? Ach so, die sind schon vorhin. Hier hinten scheint auch nichts zu sein. Dann gucken wir uns mal hier unten um. Da kann ich noch nichts machen. Ich hoffe, ich komme nur zurück, sonst habe ich ein Problem. Warte mal, hier unten komme ich da unten nicht lang. Nö, da und ach so, hier oben wieder hoch, ne? Erb, dann komme ich weiter. Erb. So. Gefällt mir hart. Und jetzt, wo sind wir? Ah, jetzt sind wir auf der richtigen Fährte hier. Ah, jetzt haben wir auch Feuer. Jetzt haben wir auch Feuer. Und jetzt können wir eigentlich hier verbinden mit hier. Ne? Und dort auch entzünden. Und wie kommen wir jetzt wieder rüber? Oh ne. Ich glaube, bei mir hat's. Wollen die mich hier verarschen? Die können gleich wieder abziehen. So. Und jetzt im Eiltempo hier rüber. Dankeschön. Danke vielmal. So, jetzt brauchen wir ein wenig von dem Gas dort. Oh ne, sag jetzt nicht. Oh ne. Jetzt darf ich den ganzen Weg dann nochmal machen. Euer Ernst? Wie soll das jetzt genau gehen?
So. Irgendwie hier stehen. Hier. Hier rüber. Und dann so. Warte mal. Danke. Und jetzt? Das soll, jetzt geht es sicher auch nicht, ne? Ja, ist klar. Ist klar, mein Freund. Habe ich jetzt nochmal die richtige Ausfahrt erwischt? Ja, ich glaube, ja. Hier kann ich direkt anfangen zu klettern. Tut mir jetzt leid, dass wir das im Doppelpack sehen müsst, aber das Spiel will es so, dass man das so macht. Eigentlich hätte ich schon von hier unten runterspringen können und alles auf jetzt verlegen. Dafür habe ich jetzt schon alles befreit, könnte man sagen. Dankeschön. Jetzt hoffe ich, dass ich nicht so nah dran stehe. Weil das könnte sonst ein mächtiges Badabum zur Folge haben. Ja, genau. Danke vielmal. Ja, nee, ist klar. Und da hat er so viele Räume, die ich noch nicht betreten darf. Och, Gottchen. Ja, wie ihr mich besiegen könntet. Geht liegen. Geht liegen, meine Freunde. Echt mal. Dort drüber möchte ich dann auch noch mal. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber ich möchte dort runterkommen. Aber das nehme ich mir schon mal mit. Und hier hoch komme ich auch noch. Hehe. So einfach lasse ich mich hier nicht lumpen. Wundervoll. Und du? Willst du mir hier irgendwie in die Quere kommen? Du scheiß Verschnitt von, wie soll ich sagen, Venom von Spider-Man. Ihr macht einen genauso traurigen Abgang wie er. Geht liegen. Was noch so ein Kerl? Ist klar, jetzt schon zwei von euch Pissnelken. Ihr könnt auch nur dasselbe. Wenn ihr alle beide genau zu mir steht, habe ich euch eine Überraschung. Genau die hier. Und das heißt, ich kann euch direkt finishen. Wundervoll. Gefällt mir doch hardcore. Und wir können jetzt durchmarschieren. Ich hoffe, wir sind richtig. So. Wo sind wir hier gelandet? Oh ne, dein Ernst gerade. Ist klar. Ihr könnt mich mal alle kreuzweise, echt mal. Ich versuche da gerade noch ein wenig Tricks aus. Aber irgendwie will da nichts klappen. Ja, dann machen wir es auf die alte Manier. Ach Gottchen. Ich glaube, jetzt reicht es mir vollkommen. Den mache ich noch so kaputt. Ah nö, ich habe genug Leben. Okay. Mit dem Boost, was ich dort noch bekomme, wenn ich den kaputt hau, ist kein Problem. Ja, kommt, ihr kleinen Pussys. Nur in der Gruppe angreifen geht, ne? Ja, ja, super. Ja, und der speedet noch rein, der gute Honk. Ja, du kannst deinen Kollegen ruhig andamagen. Das finde ich eine sehr gute Sache. Dann kann ich ihn finishen.
Das finde ich sehr korrekt. Super. Und jetzt kann ich noch dich ein wenig andamagen. Und dich finishen. Und gib mir mein Leben zurück nebenbei, Arschkriecher. Dankeschön. Und ich sagte doch, mit dem Boost, den ich jetzt kriege, ja, habe ich sicherlich alles wieder voll. Ziemlich korrekt, würde ich sagen. Was läuft hier denn so? Nicht wirklich was Interessantes. Nur solche Fischis. Die können doch gar nichts. Ohne Witz. Oh nö, jetzt kommt schon wieder so ein Rätselraum. Was ist denn hier? Ist es mit dem anderen Raum verbunden oder was? Oh ne. Oh ne. Hier hat sich ja überall Secrets noch versteckt, ne? Ja, sicher. Logo, warum denn auch nicht, ne? Und hier Schnitter. Diese Erweiterung erhöht die Anzahl der Seelen, die von der Schlangenfeind eingesammelt werden. Ja, warum nicht? Wenn wir noch eine Waffe bekommen, warum nicht? Jo. Es kommt mir aber so vor, als würden wir hier schon weitergehen in der Story allgemein. Klar müssen wir sie zuerst killen, aber... Kommt mir einfach so vor. Oh, direkt zwei Truhen für uns. Oh, und wir haben was erreicht, scheint mir. Und wir haben das Bruchstück vom Zornkern komplettiert. Und wir kriegen den nächsten Balken dazu. Somit können wir schon ordentlich mehr damit anfangen. Hallöchen. Ich glaube, ihr seid ein bisschen fail hier. Definitiv. Wollt ihr mich hier aufhalten, oder wie? Lächerlich. Ganz und gar lächerlich. Oh, da lebt ja noch einer. Das finde ich ja interessant. Dann geht's jetzt mal hier hoch. Oh. Und ich krieg da raus was? Schlüssel des Betrachters. Yo. Und hier raus können wir schließen, dass wir alles bekommen haben. Sehr korrekt. Und wir können hier durch. Ganz easy. Das war mal eine geschmeidige Sache. Oh, wo sind wir denn hier gelandet? Oh ne. Oh ne. Hier bekommen wir unsere nächste Fähigkeit. Aber wie wir damit weitergehen werden, das werden wir in der nächsten Folge sehen. Aber wir befreien sie jetzt noch. Tremor-Handschuh. Ein kampfgeschundener Handschuh, der alles erbeben lässt, wenn er aufgeladen wird. Zum Aufladen des Handschuhs Y gedrückt halten. Oh yeah, jetzt dürfen wir ihn mal austesten, aber ganz was eigentlich? Ach so, ja. Hat ja nur was mit der Sense zu tun. Ja. Dann müssen wir sogar die noch ein wenig trainieren. So.
Ja klar, das ist ja ganz niedlich von dir, mein Freund. Aber egal. Wir können die wegboxen wenigstens. So, verpiss dich. Und wir können endlich mal zeigen, was wir drauf haben. Danke. Mit dir möchte ich schon mal so verfahren. Wundervoll. Wir können den Kollegen übrigens auch noch ein wenig steuern, wie ihr seht. Und so seine gesamten Freunde auch noch mitnehmen. So. Wir scheinen... Ist er noch nicht ganz tot? So. Er muss jetzt warten mit dem Ausschlagen. Ne, sehe ich nicht ein. Willst du mich verarschen, mein Freund? Geh endlich liegen. Danke. Was ist denn mit dir verkehrt? Oh, aber es ist kein Grund, gleich den Kopf zu verlieren, auch wenn man hier ihn versucht abzuschlagen. So, danke. Ist zwar ziemlich unspektakulärer als der Sensenangriff, aber immerhin brauchen wir öfters denn je. Aber so zu prügeln ist eigentlich nicht gerade wirklich so intelligent und klug. Ja, super, jetzt wollen sie es übertreiben. Wisst ihr was? Ich habe keinen Bock mehr. Ne, ich habe keinen Bock mehr, Freunde. Ihr sollt jetzt einfach mal liegen gehen. Wow. Das hat einfach den Modus abgebrochen. Willst du mich verarschen? Willst du mich eigentlich komplett vereiern? Ich wollte nur mal gucken, ob das gehen würde. Und ja, es geht. Also macht nicht nach. Drückt nicht auf B, wenn ihr im Modus seid. Das bringt euch gar nichts. So, und ja, super. Yep, danke. Das wollte ich schon noch sehen. Ist immer gut animiert. Okay, ihr wollt es so. Hier, ihr dürft alle mal fliegen, außer du. Du wirst weggepuncht. Und zwar in die nächste Dimension. Danke. Und jetzt wirst du noch gehittet, mein Freund. So, und jetzt. Ah, bekomme ich jetzt wohl. Ja, ich bekomme wohl jetzt den Schlüssel des Betrachters. Wie viel muss ich da aufladen? Keine Ahnung. Mal schauen. Das wird jetzt lustig. Ich lade mal auf, so als Fun Fact. Ich glaube, ich brauche gar nichts. Nö, sonst hätte es mir jetzt das auch angezeigt. Oh Mann. Ich würde jetzt ganz gerne zurückgehen. Aber das mache ich später mal. Und nehme die restliche Scheiße auch mit. Ah, endlich. Ich komme da überall durch. Endlich habe ich keine Hindernisse mehr. Vor mir außer Wasser vielleicht, aber das ist nicht wirklich ein Hindernis. Was? Hier könnte man auftauchen, dein Ernst? Nö, kann man nicht. Das ist nur eine Verarschung. Ich wollte gerade sagen. Heute machen wir mal etwa Spielfilmlänge oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall mal eine Stunde, würde ich sagen. Oh. Was ist dort dahinter? Keine Ahnung. Werden wir uns angucken. Oh nö, das ist diese Scheiße. Nein. Nein. Ja gut, Freunde, dann können wir hier auf jeden Fall schon mal Schluss machen. Ich weiß, wie ich als Kind hier noch dran gehangen habe. Das nehme ich natürlich mal auf, weil eigentlich bin ich zwar nicht gerade noch bewandert. Leben schon. Weil ich kann euch zeigen, um was es geht. Oh, ne. Wie das mich jetzt schon ankotzen wird. Oh, ne.
Ich darf jetzt hier hoch, glaube ich. Hier links rum. Und dann was bewegen. Genau, das Ding hier. Schnelles Verschieben. Ah, jetzt drücken und halten Sie Y, während Sie ein Objekt verschieben, um es mit einem Tremorhieb schneller zu bewegen. Ach so. Super. Sollte schon zuerst mal festhalten. Festhalten, mein Freund. Ach so. Einfach so, meinst du? Ja, ne, ist klar. Ich glaube, ich muss jetzt zuerst mal mit dem hoch. Ich weiß, es ist falsch. Ich weiß an die, die es schon wissen. Aber ich versuche jetzt mal mein anderes Glück, hier rüber zu kommen. Hier das runterzulassen. Weil ich glaube, es muss auf dieses Ding dort, damit wir dort hochkommen. Ne? Oh, ne. Ne. Das geht ja mal gar nicht klar. Das geht ja nicht weiter runter. Nee, nee. Nicht ganz an die Wand. Und vor allen Dingen, warum punchst du das so in die Ecke rum? So. Jetzt müssen wir das nämlich mal rumschieben hier. So, mach das doch so, wenn du unbedingt schon powerful irgendwie was rumstoßen möchtest. Mach das doch lieber auf die Weise. Ja, klar, siehst du. Und dann bist du auch nicht zufrieden, wenn du es mal so gemacht hast, mein Freund. Ah, das wird mir noch was. Ich zeige euch das dann schon, wie ich das gemacht habe, aber trotzdem. Das würde jetzt hier viel zu lange gehen. Ich versuche es das zwar noch gerade on-screen hinzudeichseln, aber ich werde das werde jetzt Vorführeffektmäßig nicht funktionieren. Oh Mann, jetzt komme ich dort nicht hoch. Dein vollkommener Ernst. Dann gucken wir uns hier mal weiter oben um. Das geht so mal von gar nicht klar. Oh. Wir sind auch viel zu weit drüben, ne? Aber geht der jetzt nur noch hoch, oder wie? Nö, nö, der kommt noch weiter runter. So. Aber ich glaube, weiter runter kommt der nicht, ne? Ich glaube, weiter runter kommt der nicht. Jetzt geht der höchstens wieder ganz hoch, ne? Und ich glaube, wenn ich jetzt hier ganz Anlauf hole und dann... Na, vergiss es. Aber ich komme hier wenigstens noch hoch. Ah, doch, das hat funktioniert. Was ist denn dort? Dann darf ich das gleich nochmal machen. Wegen diesem Soldaten-Artefakt. Ist ja auch mal was Neues. Ja, super. Aber immerhin, wir kommen rüber. Ist jetzt auch mal was Cooles. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wie kriegen wir das Ding dort drauf? Das ist die Frage. Du müsstest ganz runterkommen. Ganz runter, sagte ich. Ach so, ich weiß wie. Aber wie kriege ich das dort oben rauf? Ach so, ja. Mann, bin ich ein Vollidiot. Mache ich sogar noch onscreen, nur für euch. Und das hat mit diesem Punch zu tun.
Darf ich mal? Ihr seht, was ich drücke, und das wäre auch die Aktionstaste, ne? Gib mal Gummi. So, danke, jetzt kann ich mal runterlassen. Also war die erste Intuition schon richtig. Aber warte mal, ich komm gleich. Ich muss da noch leicht was verändern. Guckt euch mal an, was da damals noch für eine kranke Scheiße von einem erwartet wurde. Hier mal runterlassen. Aber wer kommt schon von Anfang an darauf? Also ich kam da ganz als kleines Kind nicht drauf. Ich musste damals nachgucken. So. Jetzt müssen wir da ganz hoch. Stimmt es ungefähr so? Und dann, bumm. Habt ihr gesehen? Ist drüben, ne? Und jetzt sollten wir das Ding noch ein wenig runterlassen können, glaube ich. Hoffe ich. Sonst wäre das eine knappe Geschichte. Oh nö. Das ist schon ganz unten. Du willst mich doch gerade veräppeln, ne? Ich hoffe, wir sind noch nicht ganz oben. Darf ich mal, bitte? Ja. Das hätte mich jetzt auch gerade ziemlich verwundert. So, jetzt dürfen wir das gleiche nochmal machen. Und zwar in der Allmanege. Yeah. Guckt euch das an. Jetzt können wir das Ding nur noch hochlassen. Und dann wären wir schon am Ziel. Ey, da brauchte ich damals sicher eine halbe Stunde für, ne? Und jetzt guckt euch die Zeit an. Wir haben direkt 3 ab. Ja. Wir haben über eine Stunde gebraucht zwar, aber immerhin. Ging doch gut aus, Freunde. Hier seht ihr jetzt auch den Weg, falls ihr das mal braucht. Vielleicht haben wir Vulgrim hier hinten. Wer weiß. Wer weiß. Scheint mir noch nicht der Fall zu sein. Was ist denn hier? So eine Anmerkungssache, ne? Warum kann man hier hin? Irgendwie strange. Falls ihr wisst, was ich hier machen kann, schreibt es mir in die Kommentare und natürlich auch, bei welcher Uhrzeit ihr es bei mir gesehen habt, dann, damit ich nachkomme und nachgucken kann, was ihr meintet. Oh Mann, ihr kleinen Turteltäubchen. Ihr seid wie kleine Zecken, Und euch kann ich sogar punchen. Ist ja niedlich. Ah, wollt ihr alle sterben? Ist kein Problem. Ihr könnt gerne alle hier in der Sinfonie sterben. So, komm. Bye. Oh, ne. Und die dürfen wir jetzt hier auch noch killen, oder was? Und die erreiche ich nicht mal. Ja, gut. Dann bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als Geronimo-Style-Action hier rübermäßig da. So, und dann einfach nur Hexe-Style Gott hervornehmen. Und durch Punching-Style. Und dann läuft es. Tja. Gegen uns legt man sich eben nicht an, Mann. Da war ich auch schon. Was war denn das bitte? Könnten Sie bitte aufhören zu rülpsen? Ja, ist klar. Was bist denn du? Ach, du bist unsere gute, verehrte Quälerin. Tja. Lecken Sie mich mal komplett in my face. Hi.
Oh, jetzt kann ich auch ihr Kristallding ins kaputt machen. Ziemlich cool. Anscheinend hat sie schon wieder mit dir gespielt. Ja, ja. Du auch, mein Freund. Ja, klar, von beiden Seiten werde ich so genatzt. Super, und ich kann keine Waffe wechseln. Das geht viel zu schnell. So, warte mal. Nein. So, danke. Jetzt. Zuerst mal nehme ich dich auseinander. Und jetzt mal zu euch, kleinen Halunken. Na, wollt ihr immer noch so dreist sein und von hinten ankommen? Ja? Ne? Okay. Dann kann ich euch jetzt flüstern, dass ich jetzt die gleiche Methode mit euch durchziehen werde. Von hinten, von vorne, von überall. So. Danke vielmal. Jetzt gefällt's mir. Ohne Witz. Wollen wir hier einen Karren fahren, ja? Dass ich nicht lache. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt können wir hier auch mal aufräumen. Wollte gerade sagen. So. Jetzt gehen wir mal hier nachgucken, was denn hier noch so dahinter liegt. Ich werde direkt mitgespielt, oder was? War jetzt eigentlich nicht so gedacht. Vielleicht vom Spiel, aber nicht von mir. Ist klar. Und ich erscheine mal hier so. So völlig aus dem FF. So, komm schon rüber. Das schaffst du jetzt doch noch, oder? Und gib mir die Erweiterung hier. Karte, cool. Gefällt mir. Haben wir hier unten was? Wenn ja, dann wäre hier der ideale Punkt, hier es zu vergraben. Genau, das meinte ich. Ein Soldat, einen weiteren. Okay. Finde ich nice, den hier ausgegraben zu haben. Oh, hi. Abkürzung, oder wie? Ich muss da mal schnell einen Durchgang schaffen, kein Problem. Mach mal Bogen hier. Danke, und jetzt? Ach so, ich weiß jetzt, was wir tun müssen. Kein Problem. Hier ist endlich das Wasser rausgelassen. Und das Ding können wir schieben, ne? Dann machen wir das mit Alt-Tempo. Ja, klar, du musst nicht auf die Bremse drücken, ja. Wie sehe ich aus hier, Und am Anfang guckt man eigentlich gar nicht hier drauf, aber hier kommt man eigentlich hoch. Oder ist es noch hier? Nee, 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 nee. Das ist schon hier, aber wie komme ich jetzt da hoch? Wie komme ich jetzt da hoch? Oh. Oh. Bin ich jetzt hier am falschen Ort? Das wollte ich so nicht. Sorry. Testen wir das nochmal. Aber diesmal auf der anderen Seite. Ups. Das war wohl zu viel Schmackes. Warum aber vorher nicht schon so? Keine Ahnung. Oi, habe ich den direkt eingerastet? Oh. Das war, glaube ich, zu stark. Zu viel des Guten. Deswegen würde ich sagen, können wir das Ding nicht hier rüber verlegen oder so? Wer weiß, wer weiß. Hier hinten. Oh. Das würde natürlich auch schon reichen, ne? Was liegt denn hier kaputt? Ja, super. Hier ist die Weiche irgendwie kaputt.
oder wie man dieses edle Stück da nennen möchte. Vorhin konnte man ja dort hoch, bei meinen. Oh ne. Und hier müssten wir eigentlich durch. Oh, verhurte Kacke. Das Ding muss auf jeden Fall nicht mit. Irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich das machen werde. Ich glaube, das muss ich hier rüber beamen. Das wird jetzt eine heikle Aufgabe. Die sich mir irgendwie entzieht hier gerade. Zum Glück kommen wir hier zurück. Wo kommen wir lang wieder? Ich weiß eben nicht. Gucken wir später nochmal nach. Ja, nee, ist klar. Jetzt sind wir hier oben. Ist klar. Ach so. Okay. Dann könnte ich ahnen, was die wollen von mir. So, das hätten wir. Die erste kleine Hürde. Ja, müsstet ihr sowieso angucken. Seid froh, habt ihr es noch in diesem Part. Dann nervt nicht allzu sehr, da ihr schon viel Content hattet heute. Ja, das meinte ich doch. Das meinte ich doch. So ungefähr. Nur, dass ich den jetzt noch gedreht hätte, aber okay. Darf ich mal rüber hüpfen? Ah, nö. Ist okay, ist okay. Da müssen wir nur einmal volle Kanne draufhauen. Hier hauen wir mit halbem Punch mal drauf. Ja gut, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Aber ich glaube, das bringt was. Ey, für Rätsel, wo ich früher 2 Stunden brauchte. Ja, ne, ist klar. Brauche ich heute nur noch irgendwie 15 Minuten oder so. Oder 10. Ja, das gefällt mir auf jeden Fall. So, das gefällt mir. Jetzt kann man wieder die Treppe hoch. Und den Schalter betätigen. Mal schauen, ob wir jetzt durchkommen. Ich glaube auf jeden Fall, weil wir kommen jetzt rüber. So, jetzt darfst du mal volle Pulle geben. Na dann, jo. Jetzt wird uns auch der Weg angezeigt. Jupp. War doch genial. Ja, ist wirklich Spielfilmlänge. So, als Entschuldigung, dass eben Assassin's Creed 3 abgebrochen wurde. Ich weiß, ich kann nichts dafür und so, aber trotzdem. Ich wollte es einfach so entschuldigt haben. Dass er auf die Seite einfach nicht so schnell klettern kann. Das geht doch gar nicht klar. Und jetzt? Ach so, das ist der Anfang. Ganz geil. Abkürzung. Dann sind wir... verdammt. Das ist der Anfang. Jetzt dürfen wir wieder zurück. Haben also doch nichts falsch gemacht. Haben uns sogar noch viel erspart eigentlich. So. Und jetzt hier nur noch durch und dann haben wir es. Ganz geil, die erste Szenerie hätten wir. Und das in einer Folge.
Nicht schlecht. Oh, der Zwischengegner kommt. Sensenbraut die zweite oder so. Ja, klar. Du bist... Ja, klar, und ich verfehle mal wieder. Und der trifft... Also die trifft seine Combo immer komplett durch die Bande durch. Kann ich mal... Oh, ich kann sie so weghauen. So, finde ich das ja wundervoll. Dann werde ich das doch mal ausnutzen. Und die mal einfach mal immer wegbumsen hier. So. Das finde ich doch mal schnieke, aber sowas geht dann weniger kaputt. Oh ne, jetzt hat sie noch Kollegen dabei. Okay, okay, ist gut, ist gut, ist gut. Jetzt wollen sie also, dass ich die Action wieder mal vollbringe. Das ist kein Problem. Ne? Das ist kein Problem, wie gesagt. Immer gerne bin ich für Trachtbügel da. Das ist kein Problem, wie gesagt. Komm her. Komm her, du Trainer. Immer noch so eine große Klappe? Ich glaube nein. Siehst du, ich zerreiß dich. Wie ein kleiner Lilliputaner. Oh. Hier wollen noch mehr auf die Presse, kein Problem. Da können wir auf jeden Fall Abhilfe schaffen. Seht ihr? Einmal. Zweimal. Sehr nice. Ja, klar. Du willst mich anficken, obwohl du selbst gleich am Arsch bist, kleine Kulli. Du hast doch echt einen Arsch offen. Du hast doch echt den Arsch offen. Naja, komm. Versuch es gar nicht erst. Kommst du? War das überhaupt Schaden? Wieso? Ich sehe gar nichts an Schaden. Also, ne. Dann mache ich dir mehr Schaden mit meiner Sense. Sorry. Und jetzt darf ich auch wieder dort durch, wo ich zu Anfang durch wollte. Weil dort kommen wir her. Wie gesagt. Jetzt wird's interessant, wo wir hier lang kommen. Mit unserem neuen Power Upgrade. Wo wir jetzt sogar alles zerstampfen können. Alles Eis wird broken. Wenn wir hier durchkommen. Jupp. Und da will jemand Ärger. Wo ist die Faust? Wo ist die fucking Faust hin? Wo ist die fucking Faust hin? Und vor allem Ding, was? Schnitter Info. Zusätzliche Seelen. Erhöht die Waffenerfahrung, die im Kampf gewonnen wird. Aha. Also das ist eine solche Fähigkeit, generiert auf natürliche Weise mit... Ah, Zorn, cool. Dann mache ich das doch darauf, dann passt die wie angegossen. Ey, bleibst du drauf, so. Und wie... Oh, ne. Danke. Ich habe die doch zugewiesen, was willst du noch? So. Dann speichere doch, du Vollhorst. Danke, aber du hast mir jetzt immer noch nicht beantwortet. Ja, danke. Wollte gerade sagen, wie ich an meine schönen Fäuste wieder rankomme. Ach so, da wäre ich sowieso nicht durchgekommen. Kein Problem, wenn man mir das... da gesagt hätte, hätte ich wahrscheinlich auch umgedreht. Weil jetzt bin ich hier oben, glaube ich, von diesem ganzen Gedöns. Und kann hier auch die neuen
Erkundungen fortschreiten hier. Oh ne. Bitte nicht. Und jetzt? Geht es etwa auch? Geht das etwa auch hier unter Wasser oder wie? Darf ich mal? Ach so. Jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich. Okay. Und was ist hier drüben? Knapp einen Meter, um weiterzukommen. Okay. Hätten wir mal geklärt. Hier brauchen wir wieder Feuer, um zu klären. Kein Problem. Sofern wir so ein Ding bekommen, so ein Feuerscheiß, dann ist kein Problem. Oh, kommt schon. Ne. Sehe ich jetzt nicht ein. Sehe ich jetzt echt nicht ein. So. Und jetzt darf ich schon wieder die Sichel verwenden. Einfach nur, weil die zu strohdumm sind und immer mit 4-5 Gegnern kommen müssen, ne? Das geht doch mal gar nicht klar. So, und du? Was möchtest du mir noch sagen? Hasta la vista, Baby, oder wie? Ja, dann viel Spaß in der Halle. Gut. Dann ist es kein Problem mehr. Dann habe ich nichts gesagt. Weil das ist dann hier oben machbar. Weil hier schmeißen wir das Ding mal hin, nehmen jetzt das Feuer und breiten es bis nach dort vorne aus. Super. Nehmen jetzt das Feuer und zermalmen die Mauer. Sehr schön. So gefällt's mir. Aber ich möchte eigentlich noch nicht gegen den Boss an sich heute antreten. Nein, nein. Das werde ich erst in der nächsten Folge angehen. Aber vielleicht kommen wir heute schon zu ihr. Keine Ahnung. Je nachdem, wie ich Lust und Laune habe. Auf jeden Fall. So, komm mal. Sterb mal. Oh, nö. Sicher nicht hier runter. Wenn ich nicht mal weiß, ob ich runter muss. Ne? Nicht so ideal. Vor allem Dingen, wenn es hier noch irgendwas haben könnte für mich. Seht ihr? Seht ihr? Da drüben gäbe es was für mich. Wie ich aber da rankomme, ist jetzt auch irgendwie komisch. Und ich möchte jetzt eigentlich auch eher dort runter oder so. Wo war das? Hier runter. Oh Mann. Aber irgendwie denke ich, dass ich dort eher wieder zurückkomme als von da unten. Ne. Ich mach das zuerst hier. Hier scheint es mir wenigstens noch irgendwie fair zu und her zu gehen. So. Hier hoch, oder wie? Oder wo willst du mit mir hin? Wo willst du mit mir hin? Hier hoch, meinst du, oder was? Ja, yep, der will mit mir hier hoch. Jetzt wird's interessant, Freunde. Flieg bis in die Unendlichkeit und wieder
Ganz, ganz tief, würde man schon fast hier sagen. Ja, wenn ich gesagt bekommen würde, wo ich hinfliegen soll, dann hätte ich das auch gemacht. Ah, wiss. Nee. Ich möchte das dann schon zuerst noch haben. Das Ding. Ist kein Problem. Ist alles kein Problem, meine Freunde. Das kann ich euch alles regeln. So war ich hier stehe. So, das nehme ich mal mit. Dankeschön, wir haben schon fast 4000 Seelen wieder. Das gefällt mir auf jeden Fall. Oh. So, darf ich mal. Dankeschön. Was kommt hier zum Vorschein? Nix. Und hier unten? Nix. Okay, dann schießen wir zuerst mal unser geliebtes rotes Ding ab. Scheiße. Wir brauchen noch gerade eins, ne? Euer Ernst, gerade? Euer Ernst, ihr stört mich bei meinen Schießkünsten. Seid ihr des Wahnsinns? Des Todes, klar. Ja, des Todes sind sie, aber auch nur, weil sie mich nicht in Ruhe lassen. Und das Wasser würde ich auch gerne töten, aber naja. Ich kann ja nicht alles haben. Die Truhe habe ich geplündert. Dann kann ich jetzt wieder rübergehen. Hier mal, oh ne. Hier mal hoch. Und einmal volle Pulle draufhauen. Ey, verpiss dich. Bumm. So, jetzt funktioniert. Aber willst du mich verarschen? Das funktioniert irgendwie nicht, so wie ich das gerne hätte. Wie komme ich da hoch? Wie komme ich dort hoch? Verdammt. Nicht gerade cool. Ja, nee, ist klar. Was machen denn da unten noch so zwei Dingen? Ist schon etwas merkwürdig. Drei sogar. Ach ja, stimmt. Ich bin ja dreimal runtergeplumpst. Ja. Was machen wir da? Das geht nur mit meinem Handschuh auf, ne? Oh, kommt schon. Ah, immerhin kann ich das machen. Sehr schön. Dankeschön. Jetzt sollte es gehen, aber wer weiß, ob das jetzt nicht auch wieder spinnt. Ey, darf ich mal? Wundervoll. So, dankeschön. Ich weiß, ich hätte es jetzt noch verbinden können, aber ne. Ich mache das ganz safe. Und jetzt kann ich da endlich die Scheißwand auch rausbringen, um hier endlich hochzukommen. Ah, endlich. Das gefällt mir doch. Oh yeah. Jetzt geht's eine Etage weiter nach unten, ne?
Oh yeah. Da-ba-da-bam. Scheiße. Und jetzt? Einfach runterspringen. Ja, sieht mir ganz danach aus. Ganz genial. Und wir bekommen Schlüssel des Betrachters. Oh yeah. So muss das. Und was ist hier unten? Oh. Hi. Tja. Wie gewonnen, so zerronnen, würde ich schon fast sagen. Leben brauchen wir nicht. Und wie gesagt, das sah mir eher wieder so aus, als würde man hochkommen. Hierdurch war vorher alles irgendwie halbwegs hochkommbar, könnte man sagen. Jetzt darf ich wenigstens alles schwimmen. Jetzt ist wenigstens alles voller Wasser. Ich hoffe, da waren keine Schätze für mich zu holen. Sonst hätte ich jetzt ein Problem damit. Den Schlüssel des Betrachters habe ich jetzt. Jetzt muss ich nur noch wissen, wo der hingehört. Hallöchen. Ja, mit euch befasse ich mich jetzt nicht mehr, ne? Also so weit kommt's noch. So weit kommt's noch. Ne, 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 ne. Dann würde ich doch schon mal eher sagen, beam ich hoch, Scotty, mein Freund. So. Danke vielmal. Auf Wiedersehen, ihr kleinen Halunken. Und wo ist jetzt dieser scheiß Schlüssel des Betrachters? Wo war der? Habe ich eine Karte, wo das drauf stand? Nö, das war's schon mal nicht. So. Da war nichts, was irgendwie rumgestanden wäre. Nö. Irgendwie habe ich die Orientierung verloren, wo dieser Scheiß war. Und hier müssen wir eigentlich auch nicht lang. Okay. Lassen wir das mal. Ja, und ob wir gegen Tiamat mal antreten, das wird eine andere Frage sein. Weil ich gerade hier nicht durchkomme. Oh, nö. Hier kommen wir nur zurück. Ist auch nicht gerade das, was ich wollte. Ja, was sollen wir jetzt nun tun? Wir haben keine andere Sicht. Wir haben nichts. Wir haben eine Spielfilmlänge aufgenommen. Ich glaube, wir sollten hier am besten mal auf Wiedersehen sagen. Und danke fürs Zusehen. Ich versuche es jetzt hier trotzdem mal noch. Weil es muss ja hier auf dem Weg gewesen sein. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ich habe jetzt nur die Abkürzung genommen. Wer weiß, wo ich denn lang hätte gehen müssen. Vielleicht dort drüber, keine Ahnung. So. Ne. Ich lande höchstens auf dem zweitobersten Podest. Verdammt. Haben wir vielleicht hier was verloren? Nö, es müsste. Ich habe ja den Schlüssel des Betrachters auch auf der rechten Seite irgendwo hinschieben müssen, aber wo? Also hier bei der linken Schose. Das kotzt mich jetzt ein wenig an. Dass ich da jetzt nicht gerade weiß, wo ich denn dieses Dingsbumsen hätte liegen lassen sollen. Ganz im Ernst. Weil jetzt sind wir wieder hier.
Und da müssen wir einfach nicht mehr sein, ne? Außer mir wäre was nicht bekannt. Aber ich denke, mir ist alles sowohl sehr bekannt als auch irgendwie schon gezeigt worden. Scheiße, ich komme nicht mehr hoch. Ich muss warten, bis es runterkommt. Zum Glück ist es ziemlich schnell unten. So. Und jetzt nochmal. Ich hatte einfach keinen Bock auf die Viecher. Die wir jetzt vielleicht trotzdem killen müssen. Es ist... Ach ja, das war ja die dort. Die scheiß Schlüssel ist Betrachters Nummer. Oh Mann. Hier. Okay. Wir kommen jetzt hier lang und wollen mal mit dieser Trolle reden. Könnte man schon fast so sagen. Oder auch nicht. Immer noch nicht. Was ist denn das zur Hölle? Ist klar. Verarsch mich selbst, ey. Verarsche mich selbst, ey. So, viel Spaß mit diesem Zug. Dankeschön. Ich glaube, sonst hätte es uns erwischt. Hätte gut sein können. Ja, hätte gut sein können. Was ist hier? Ach so, Leben. Gut zu wissen, dass es dort Leben gibt. Oh Mann, wie es hier schon aussieht, wie in einem Magen, ja. Bei Devil May Cry. Oh, nicht schon wieder. Wie viele Gegner habe ich in diesem Part schon? Ich glaube, das sind sicher jetzt schon 4 oder 5 gewesen. Wenn jetzt nicht schon etwa 7 oder so. Keine Ahnung. Ah, ey, ich habe gegen euch jetzt genug, Kein Bock auf euch. Geht alle liegen. Der Obermacker kommt direkt hier und zerreißt euch alle. Ja klar, meine Ulti wurde komplett wegen dieser Cutscene aufgelöst. Ist klar. Ja klar. So, und jetzt. Wen darf ich reiten? Niemand. Okay, dann reite ich ihn nicht. Dann nehme ich jetzt nur noch den Kopf ab. Sorry. Ah ne, das ist der andere gewesen. Cool. Nice. Das gefällt mir, ja. Das gefällt mir umso mehr hier. Dass die einen nach dem anderen fallen. Oh nö. Wenn ich ihn schon Special Kill hätten können, dann warum denn auch nicht? Na, immer noch am überlegen, wie er mich platt kriegt. Ich glaube, ich bin eure schlimmste Antwort, ne? Das glaube ich schon fast. Tut mir leid, aber ihr müsst hier mal gehen. Was sollte das? Du kannst wieder liegen gehen. Tschüssi. Was wartest du hier auf deinen ewigen Tod? Sieht mir ganz danach aus. Okay, gegen diese Seite geht's weiter. Wo will der mich am besten durchhaben? Oder bin ich von hier gekommen? Was? Willst du mich verarschen? Noch mehr Wasser? Noch mehr Scheiß. Oh ne. Und was ist dort lang? Also ja, hier lang, um genau zu sein. Ich vermisse irgendwie Vulgrim mal. Dass der mal Hallo sagt. Oh. Das nehme ich natürlich auch immer gerne an. Und zwar Vorratssuche, ein Gegenstand der Dämonen, der die Lage aller Truhen im Umfeld auf der Karte enthüllt. Cool. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Oh, hi.
Ich glaube ja wohl kaum, mein Freund. Garantiert nicht. Garantiert kriegen die mich nicht. Das nehme ich mal mit. Das bekommt der erst dann im Kopf, ne? So, das meinte ich. Mit der erst bekommt es im Kopf. So, ey. Wie ging das nochmal? Hier. Ja, klar. Mit euch verfahre ich doch im Alltempo. Hier. Hier. Und ich bin übrigens schon wieder voll mit dem mit der Chaosgestalt. Ne? Ich würde mal sagen, ihr seid so ziemlich am Arsch. So ziemlich. Und deswegen lasst es besser sein. Und dort drüben hat es sowieso schon wieder ein Heilobjekt, was ich direkt verwenden kann. Vergesst es einfach. Und später könnt ihr mich nicht mal mehr ankratzen. Nee, nee. Sowas geht ja mal gar nicht. Was kann man jetzt hier Schönes machen? Hebel ziehen. Ja, ja. Gefällt mir. Wir machen unten auf die Schleuse. Die Truhe hier brauche ich allerdings nicht, wie gesagt. Aber die Schleuse, die können wir jetzt wenigstens begehen. Das gefällt mir. Dass ich instinktiv den richtigen Weg einschlage, finde ich ja so ziemlich schnieke. Aber wie weit ich auch heute gekommen bin, ist ziemlich genial, wie ich finde. Ich hoffe, euch gefällt so ein langer Part hier mit Darksiders. Vielleicht macht ihr einen eigenen Run nochmal. Mache ich teilweise auch. Einfach runter meinst du, ne? Trotzdem fehlt mir ein bisschen Vulgrim. Ich habe jetzt keine Vulgrim-Stelle mehr irgendwie entdecken können. Hier vielleicht? Ich muss da mal lang. Ja klar. Geht dann, wenn man hier alles gehen. Oh ne, hier geht's auch nicht weiter. Aber hier, sehr cool. Und wie ich die einfach eiskalt ignorieren kann, bis auf einen gewissen Punkt, finde ich auch ziemlich cool. Machen wir einer der letzten Momente noch auf hier, die wir noch so halbwegs erleben können. Ja, und nun... Und nun, was hast du da irgendwie freigeschaufelt? Kann ich jetzt irgendwo oben ein Ding holen da? Nö. Gar nicht. Ich kann hier gar nichts tun. Niente nada. Ich kann höchstens versuchen, hier durchzukommen. Und was seht ihr oder hört ihr überhaupt? Also wenn ich das sehen würde, so wie die Musik klingt, sollte ich sehr beunruhigt sein. Sollte ich. Weil ich komme ja hier nicht mehr raus in diesem Babybecken für Anfänger. Ey, ich möchte hier doch nur hoch. Ist es denn so viel verlangt? Oh Mann. Hier kann ich wenigstens halbwegs stehen. Aber ich komme hier trotzdem nirgends hoch. Ne? Zurück komme ich überhaupt nicht. Okay.
Interesting thing gerade. Das heißt dann wohl, dass wir aufhören müssen, bis ich hier mal einen Ausweg gefunden habe. Wahrscheinlich ist er ziemlich einfach. Aber wir haben hier nicht viel, was wir einsetzen können momentan. Ich kann höchstens unser Schwert mal ein wenig rumfuchteln lassen. Was uns aber auch nicht gerade viel bringt. Außer wir können jetzt hier irgendwas machen. Ach ja, stimmt. Ja, jetzt können wir hier hoch. Aber was sollen wir hier machen? Hallo? Ach so. Hier rüber, meinst du? Okay. Scheint mir, dass es doch noch ein wenig weiter geht. Mhm. Irgendwie kenne ich diese Scheiße schon irgendwoher. Keine Ahnung. Oh Mann. Jetzt darf ich nochmal alles machen. Ich spinn's ja wohl. Ja, klar. So mache ich das doch am besten. Ja. So. Hier reiße ich die Gliedmassen aus und bei euch verfahre ich auf die altmodische Weise. So. Da hat es noch sonst was. Okay. Aber was ist denn dort für ein Trüchen am Start? Eben doch. Ich wollte gerade sagen, eine richtige Truhe hat er doch sicher am Start. Wieder ein Bruchstück. Kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Yeah. Das Leben können sie stecken lassen. Hallo? Dankeschön. Ein Schritt nach dem anderen Krieg. Sonst läuft das nicht. Und... ja, nee. Wildwasserrutsche, oder wie? Ja, nee. Völlig euer Ernst gerade. Aber immerhin. Mal was anderes. Ja, super. Die Quälerin. Hi, Quälerin. Müssen wir dich schon wieder ein wenig dezimieren? Ja, klar, klar, der kann durch die Scheiße durch. Der kann einfach mal durch die Scheiße durchgehen. Ich hoffe, das hört jetzt nicht auf oder so. Keine Ahnung. Dankeschön. Jetzt noch ein einziges Ding hier kaputt machen. Ja gut, dann haben wir doch schon einen Kampf gegen die Kuh. Ach so, ja, es geht dann ja nicht kaputt. Es wird dann so zu einem roten Ding. Oh Mann, nö, das ist jetzt genau das, was ich nicht wollte. Oh ne. Dann müssen wir uns einmal praktisch treffen lassen. So, reicht es jetzt, mindestens den einen Teil kaputt zu kriegen? So. So, und jetzt kriege ich den auch noch down.
Und jetzt nach hinten, ne? Nach hinten. In meine Schemeecke. So, den hauen wir jetzt noch ein wenig nach vorne. Noch ein wenig. Dass ich ja den größten Raumvorteil habe. Und dann würde ich sagen, mit voller Wucht in deine Face, mein Freund. So, komm. Spielen wir ein wenig Ping-Pong. So, würde ich sagen. Viel Spaß, mein Freund. So, komm. Spiel mit mir. Wenn du jetzt wieder meinst, hier irgendwas machen zu können, reiß ich dir den Arsch auf. Ich sag's dir, mein Freund. Ja, jetzt seht ihr, sein Herz, könnte man sagen. Die Schlampe hat ein Herz. Wir haben schon fast 2 Stunden, Freunde. Tja. Das kann auch so gehen, ne? So, danke, danke. Finde ich sehr cool. So, wundervoll. Yeah. Und ich kann hier den Finisher des Jahrtausends verpassen. So. Und die darf jetzt auch nichts machen momentan. Das finde ich ja sehr schnieke. Und was machst du? Haust du wieder ab? Das finde ich dann sehr cool. Außer du möchtest dann wieder solche Insekten loslassen, die überhaupt keine Wirkung zeigen werden. So, tschüssi! So, jetzt. Ah, verdammt, komm. Dankeschön. Dankeschön. Jetzt darf ich nämlich... So, endlich. Ich darf jetzt endlich mal schön in your face alles reindrücken. Danke. Yeah, Mann. Eigentlich wollte ich halt einen Bossfight so nicht machen, aber ey, wenn der so einfach auf dem Weg liegt, was möchte man da tun? Ich wollte eigentlich zu Vulcan, das habt ihr alle gehört. Ihr habt alle gehört, wie ich zu Vulcan wollte. Aber dann kriege ich einfach nicht Vulcan. Und ja, das ist dann das Ergebnis, ne? Ich glaube, es hackt, man. So, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. So. Hey, hallo, hast du's mal? Wie kann das da draußen irgendwie was kaputt machen hier? Ganz in Ordnung, gelinge! Hier, friss! Und einfach auf die Bretter mit dir. So. So, nochmal. Einfach, weil es mir so gefällt. So. So, jetzt müssen wir Samuel das nächste Herz bringen. Und wir haben einen Lebensstein komplettiert, so wie es ausschaut. Und wir haben noch mehr Leben bekommen. Herz des Auserwählten. Samuel benötigt diesen Gegenstand voll mächtiger magischer Energie, um den Zugang zum Schwarzen Thron zu ermöglichen. Ja, kein Problem. Machen wir doch gerne, ne? 2 erledigt, 2 übrig. Vielleicht schaffst du es ja tatsächlich zum Turm.
dann fängt der richtige Spaß erst an. Und jetzt lass uns das Ding zu Samael bringen. Ja, ja, nur keine Hektik. Nur keine Hektik. Zurück, Reiter. Du hättest anklopfen können, aber ich schätze, das ist nicht deine Art, oder? Warum bist du hier? Dumme Frage, denn du bist der, der in mein Haus eingedrungen ist. Du warst nicht immer der Schwarze Hammer. Du hast dich ins Exil zurückgezogen, ein Eremit zwischen Grabsteinen. Warum? Welche Rolle hast du bei all dem gespielt, Ultan? Reiter! Ich habe etwas für dich. Ein gutes Stück Arbeit, aber ein bisschen zu niedlich für mich. Passt besser zu dir. Du hast meine Frage nicht beantwortet, Alter. Vielleicht mag ich ja die Umgebung, na und? Du wolltest meine Hilfe und ich habe sie dir gewährt. Wenn du weiterhin so undankbar bist, werde ich irgendwann sauer. Sehe ich aus, als hätte ich Angst vor dem Tod, Junge? Es ist nicht der Tod, den du fürchten solltest. Das meint er jetzt eher sinnbildlich, ne? Sein Bruder tot sollte er nicht fürchten. Gnade. Eine wunderschön gearbeitete Pistole, die Feinde mit einem unendlichen Vorrat an übernatürlichen Munition dezimiert. Drücken Sie RT zum Feuern. Oh ja. Jetzt haben wir nicht mehr die andere Waffe da. Jetzt können wir auch schießen und Feuer entfachen, ne? Jetzt können wir der Wilde Westen wieder aufleben lassen. Und hier unten will nichts sein. Wollt ihr mich verarschen? Hier unten ist sicher was, ne? Hier unten könnte sicher was sein. Aber die wollen mich jetzt hier nicht hier haben, oder? Das geht mal gar nicht. Oh, verdammt. Das eine ist mit Lava und das andere hat einfach Wasser drin, ne? Haha. Okay, dann habe ich das auch mal ausgetestet. Das ist genau die Hälfte Wasser, die Hälfte Lava. Hat auch mal Style. Ja, danke, gleichfalls. Und wie wir es schon beim letzten Boss gemacht haben, machen wir jetzt auch noch Samael den Hof. Mal kurz am Bossfort schon wieder. Okay. Aber was ist hier schon wieder? Gar nichts, ne? Oh, ne. Aber immerhin, wir sind zurück. Gefällt mir. Wir müssen nur zu Vulgrim zurück. Ganz geil. Den haben wir wenigstens hier gefunden. Das ist doch was Geiles. Vulgrim, wir brauchen dich. Und ich würde sagen, wir machen aber erst im nächsten Part weiter. Tüdle!